Die Todesstrafe existiert in 34 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Derzeit wird sie nur in 16 davon tatsächlich vollstreckt. Die Hinrichtungen werden mit Hilfe einer tödlichen Injektion durchgeführt. Utah ist der einzige Bundesstaat, in dem man auch bis vor Kurzem den Tod durch ein Erschießungskommando wählen konnte. Für mich, einen Deutschen, läge es fern, Amerika zu seiner Strafjustiz zu belehren. Dennoch mache ich überall klar, dass ich ein Gegner der Todesstrafe bin. In Florida befinden sich derzeit etwa 400 Häftlinge im Todestrakt. Die meisten von ihnen sind im Staatsgefängnis in Rayford untergebracht. James Barnes ist einer von ihnen. Um einen Todeskandidaten filmen zu dürfen, muss er es einem schriftlich erlauben. Danach muss der Gefängnisdirektor zustimmen und die Regeln besagen, dass man nur eine Stunde lang filmen darf. I'd love to have you do. James has signed this. Okay. Are you able to do that? Well, I can put a mark. 1998 wird James Barnes zu lebenslänglicher Haft verurteilt, weil er seine Frau ermordet hat. Nach 7 Jahren im Gefängnis gesteht er einen weiteren Mord und landet dafür im Todestrakt. Obwohl ich wusste, dass Barnes gerade um eine Wiederaufnahme des Verfahrens kämpfte, wollte ich gleich zu Beginn etwas klarstellen. Mr. Barnes, dass ich Ihren Kampf um Verfahrensgerechtigkeit in Ihrem Fall gutheiße, bedeutet nicht, dass ich Sie mögen muss. Eine Sache fasziniert mich. Wir hier draußen wissen nicht, wie oder wann wir sterben werden. Sie werden es irgendwann genau wissen. Das ist eine sehr spezielle Situation. Es ist schwierig für einen Menschen, und ich habe viel darüber nachgedacht, sich auf das Endergebnis seines Lebens zu konzentrieren. Wenn man es spirituell sieht, würde man sagen, man hat Zeit, Buße zu tun, mit einem definierten Ende. Aber mental und psychologisch bringt das viel Angst mit sich. Die Gedanken der Menschen um einen herum und die eigenen. Man überlegt sich, wie es zu Ende geht. Denn manchmal klappt es nicht so, wie Sie geplant haben. Vor ein paar Jahren haben Sie hier einen Häftling namens Diaz hingerichtet. Das Protokoll der tödlichen Injektionen war grauenhaft. Sie haben ihm die Nadel durch die Vene in den Muskel gestochen und ihn von innen verbrannt. Die Hinrichtungen wurden früher immer gefilmt, damit grausame Praktiken ausgeschlossen werden konnten. Und in den Berichten liest man, was ist los? Es brennt, es brennt. Man reagiert mit Humor auf die Dinge, vor denen man Angst hat. Auch im Todestrakt wird darüber gelacht. Drück auf den roten Knopf, wenn es brennt, damit sie wissen, dass es nicht funktioniert. Aber es bringt eine Menge Angst mit sich, wenn man sich auf das Ende konzentriert. Anscheinend hat niemand die Befugnis, die Dinge besser oder humaner zu machen. Es gibt ein Protokoll und das wird befolgt, so wie es das Gesetz vorsieht. Ob es funktioniert oder nicht. Wenn Sie damit begonnen haben, ziehen Sie es durch. So einfach ist das. Well, es gab noch eine frühere Verurteilung wegen Mordes. Correct. 1997 lebte Barnes in Melbourne an der Ostküste Floridas. Er hatte bereits ein beträchtliches Vorstrafenregister und versuchte, wieder mit seiner Frau Linda zusammenzukommen. Ich weiß nicht, ob sie sich vor dem Verbrechen wieder angenähert hatten, aber zumindest lebte er teilweise dort. Sie fand Drogen und sie stritten deswegen. Am Ende nahm er sie in den Schlafgriff.
Was heißt das? Er nahm ihren Hals in die Armbeuge und begann sie zu würgen. Am Ende hatte er sie stranguliert. Und als sie tot war, wusste er nicht, was er mit der Leiche tun sollte. Er legte sie in einen Schrank im Haus, sodass niemand sie sehen würde, falls jemand vorbeikommt. Er ließ sie einige Zeit dort, während er überlegte, wie er die Leiche los wird. Die Polizisten treiben einen in die Ecke. Und das ist mir mehrere Male passiert. Beschreiben Sie bitte, wie. Ich erzähle Ihnen vom schlimmsten Zwischenfall, der mir passiert ist. Ich war im Haus meines Vaters und sie wollten mich verhaften. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, weswegen sie mich suchten. Ich dachte, es geht um den Mord. Das war 1988. Es klopfte an der Tür. Eigentlich begann es mit einem Eichhörnchen im Garten. Es sah mich an. Dann sah es zur Seite und rannte einen Baum hoch. Die Glasschiebetür war offen und als ich nach draußen sah, entdeckte ich einen Polizisten mit einer Schrotflinte, der sich hinter einem Busch versteckte. Ich habe die Tür zugemacht und dachte erst, ich bilde mir das nur ein. Als ich nochmal rausgesehen habe, war er weg. Aber auf dem Dach gegenüber war ein Polizist, der mit einem Gewehr auf mich zielte. Das hat mir unglaubliche Angst gemacht. Dann habe ich aus dem Küchenfenster gesehen, durch die Jalousie. Da war noch ein Polizist mit einer Pistole an der Seite des Hauses. Ich habe die Türen abgesperrt und ging nach vorne. Dann klopfte es an der Tür. Mit dem Polizisten bin ich in die Schule gegangen. Er hatte eine große 44er Magnum. Als ich dann rauskam, waren 20 Waffen auf mich gerichtet. Ich hatte richtig Panik. Wenn ich genießt hätte, hätten die mich zersiebt. Sie hatten Panik, weil ihre Frau versteckt im Schrank lag. Aber das war ein anderer Zwischenfall. Ja. Ich war zu Hause. Ihre Mutter, ihre Schwägerin und ihr Bruder klopften an der Tür und ich machte auf. Sie wollten wissen, wo meine Frau ist. Ich sagte, sie sei beim Anwalt, weil sie die Scheidung einreichen wollte. Innerhalb von einer Stunde hatte die Polizei das Haus umstellt und wollte es durchsuchen. Es gab keinen Ausweg. Ich hatte richtig Panik. Wo war Ihre Frau? Im Schlafzimmerschrank. Tot? Ja. Was hat er gesagt? Er hat versucht, es während der Befragung runterzuspielen und gesagt, es wäre ein Unfall gewesen. Er war wütend auf sie gewesen und hatte sie in den Schwitzkasten genommen, um sie zu beruhigen, weil sie durchdrehte. Dabei wären sie dann auf den Boden gefallen und dabei muss er ihr das Genick gebrochen oder sie erwürgt haben. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erzählte er sehr anschaulich, wie er sie vom Boden hochgehoben hat. Sie zitterte und urinierte auf sich selbst, was schon eine andere Geschichte ist als: Wir sind auf den Boden gefallen, es war ein Unfall. Er beschrieb diesen brutalen Vorgang immer detaillierter und gab zu, bemerkt zu haben, dass sie zittert und aus Angst uriniert hat. Es war ihm also zu dem Zeitpunkt bewusst. Und sowohl ich als auch das Gericht waren sicher, dass es eine vorsätzliche Tat war. Er war dort, um sie umzubringen. Und Sie erwähnten eine eigenartige Bemerkung von ihm. Er wollte, ich denke, das meinen Sie, dass Ihr Ex-Mann während der Befragung anwesend ist. Dann würde er die Tat gestehen und sie detailliert beschreiben. Und zwar, damit Ihr Ex-Mann Ihren Kindern von ihren letzten Minuten erzählt. Ich denke, er wollte das, um seine Macht zu demonstrieren. Gegenüber dem Ex-Mann und den Kindern.
Er wusste, dass diese Schilderungen das Letzte sind, an was sich der Ex-Mann und ihre Kinder erinnern werden. In meinen Augen ist das eine weitere Verletzung der Opfer. Als er den Verlauf des Gesprächs manipulieren wollte, war das wie ein Schachspiel. Ja, wir haben ein großes Spiel gespielt. Insgesamt hat die Befragung 9 Stunden gedauert, vom Zeitpunkt, als ich ihn in der Zelle getroffen habe, bis wir fertig waren. An einem Punkt, und ich denke, es war noch 5 Stunden, habe ich meinen Vorgesetzten angerufen und gesagt, er muss jemand anderen weitermachen lassen, weil ich extrem müde wurde. Mental war es eine große Herausforderung, keine Fehler zu machen, sodass dieser Fall auch zur Anklage kommt. Denn er war richtig clever. Er fragte mich, was würde ein Anwalt mir jetzt raten? Und natürlich antwortete ich, was denken Sie denn, dass er Ihnen raten würde, James? Nicht zu reden, oder? Ja, wahrscheinlich. Wollen Sie einen Anwalt? Dann wechselte er wieder das Thema. Er wollte, dass ich einen Fehler mache und die Frage beantworte, um eine Situation zu schaffen, in der er mir überlegen ist. Um sie mit seinen Miranda-Rechten zu kriegen. Und dann wäre auf Band zu hören, wie sie ihn überzeugen, keinen Anwalt zu nehmen. Einmal sagte er, ich erzähle Ihnen alles, aber nicht, solange das Band mitläuft. Sie können sich aber Notizen machen, wenn Sie möchten. Am Ende wäre mein Wort gegen seines gestanden. Wahrscheinlich hätten Sie mir geglaubt, aber es hätte der Sache einen Beigeschmack gegeben und ich wollte keinen Fehler machen. Ich wusste, worum es geht, und er wusste, dass er ein Problem hatte. Seine tote Frau liegt im Schrank und er ist die einzige Person, die da ist. Er hat es getan und er weiß, dass er in der Klemme steckt. Jetzt versucht er alles, um mich dazu zu bringen, einen technischen Fehler zu machen, damit er irgendwie aus der Sache rauskommt. Er ist äußerst intelligent, das steht außer Frage. Er weiß gut Bescheid über das Rechtssystem und das wollte er zu diesem Zeitpunkt für sich nutzen. Ich bin wirklich beeindruckt von ihren Fähigkeiten, sich selbst vor Gericht zu verteidigen. In den Berufungsunterlagen treten sie als ihr eigener Anwalt auf. Ja, laut dem 6. Zusatzartikel zur Verfassung steht mir ein Rechtsbeistand zu. Aber ich darf mich auch selbst verteidigen. Eingeschränkt nur durch die sogenannte Ferretta-Anhörung. Sie dürfen sich nicht selbst verteidigen, wenn Sie vorhaben, vom Staat verordneten Selbstmord zu begehen. Die Uhr tickt also. Ich habe ein Jahr Zeit für meine nächste Berufung. James Barnes soll wegen eines anderen Verbrechens hingerichtet werden. Es wurde direkt neben dem Yachthafen in Melbourne begangen. Während Barnes die Strafe für den Mord an seiner Frau absaß, konvertierte er zum Islam. Im heiligen Monat Ramadan beschloss er, Buße zu tun. Er gestand einen früheren Mord. Patricia Miller, eine Krankenschwester, lebte allein in diesem Apartmentkomplex. Barnes ließ seine gesamte Kleidung in einer Tüte im Freien zurück, drang in die Wohnung ein und beobachtete stundenlang splitternackt von einem Schrank aus, wie die Frau Hausarbeiten machte und fernsah. Der Mord wurde bekannt als das brennende Bett. Er hat den Entschluss gefasst, sie sexuell zu missbrauchen und zu töten. Er hat sich ausgezogen, ist in ihre Wohnung gegangen und hat sie eine Zeit lang beobachtet. Dann hat er sie angegriffen, gefesselt und versucht, sie zu strangulieren. Aber sie war nicht sofort tot. Also nahm er einen Hammer und schlug ihr den Schädel ein. Um dann die Beweise zu vernichten, hat er das Bett, auf dem sie lag, angezündet. Das finde ich faszinierend, denn sie weigern sich, darüber zu sprechen. Sie hatten anscheinend mehrere Begegnungen mit dem Opfer Patricia Miller, die sie umgebracht haben. Sie wollten nie darüber reden, aber anscheinend wurden sie von ihr erniedrigt oder abgewiesen. Ich weiß es nicht.
Well, there were several events that had happened. Es sind mehrere Dinge vorgefallen. As somebody who I really don't want to, I don't know, saying something disparaging or. Ich möchte nichts Abschätziges sagen oder mit dem Finger auf das Opfer zeigen. Das würde mir sicher nicht helfen. Und auch sonst niemandem. But there was a couple of incidents. Aber es gab einige Situationen zwischen uns, bei denen ich mich schrecklich erniedrigt gefühlt habe. Und dann gab es den Vorsatz, in ihre Wohnung einzudringen, sie zu töten und sexuell zu missbrauchen. Ja, all diese Dinge. Es war sehr hässlich und brutal. Und man kann es unmöglich rückgängig machen. Mr. Burden, Sie sind der Rechtsbeistand von James Barnes. Inwieweit sind seine Möglichkeiten ausgeschöpft? Er hat seine Berufung beim Obersten Gerichtshof von Florida eingereicht und die Appellationszulassung wurde vom Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten bestätigt. Und ich glaube, da gibt es noch keine Entscheidung. Nach seiner Verurteilung hat sein Rechtsvertreter ein paar Jahre Zeit, um jegliche Sachverhalte, die nach der Verurteilung noch relevant sind, vorzubringen. Aber ich habe den Eindruck, dass James Barnes die Sache anschieben will. Könnte es sein, dass ein Todeswunsch besteht und er auf einige seiner Rechte verzichtet, um die Sache zu beschleunigen? Jeder Anwalt, der an einem solchen Fall arbeitet, ist misstrauisch gegenüber den Motiven einer Person wie Mr. Barnes. Und wir sehen an anderen Fällen, dass man oft vermuten kann, dass sie freiwillig sterben möchten. Im Fall von James Barnes wirkt der Mord an Patricia Miller für mich wie ein schreckliches Verbrechen. Monströs, furchterregend und bösartig. Trotzdem wirkt er nicht wie ein Monster auf mich. Ich versuche immer, ihn wie ein menschliches Wesen zu sehen und zu behandeln. Gibt es bei Ihnen auch diese Trennung zwischen den Fakten im Fall und dem Menschen vor Ihnen, der Ihres Schutzes bedarf? Who needs your defense? I'll tell you that we all have feelings. Wir alle haben Gefühle und Bedenken. Aber dass wir in diesem Land gerechte Prozesse haben, ist wichtiger als all meine persönlichen Gefühle. Sie haben vage angedeutet, dass es da draußen noch mehr gibt. Oder habe ich das falsch interpretiert? Nein, es gab eine kryptische Anspielung. Es gibt andere Verbrechen da draußen, die ich begangen habe, aber für die ich nie zur Rechenschaft gezogen wurde. Ob ich sie jemals wieder zugeben würde? Ich denke, ich habe beim letzten Mal die falsche Form dafür gewählt. Würden Sie es tun, wenn Sie auf die Liege geschnallt werden? Wenn Sie das letzte Mal die Chance haben, den Familien zu ermöglichen, mit der Sache abzuschließen, wäre das auf Ihrer Agenda? Absolut. Darüber habe ich viel nachgedacht. Den Staat Florida interessieren die Konsequenzen der Taten einer Person nicht. Ja, aber vergessen Sie den Staat. Sie sind in einer sehr trostlosen Situation und haben kaum noch Handlungsspielraum. Sie als Mensch müssen sich nicht mit dem Staat auseinandersetzen, aber mit persönlicher Schuld. Ist das so richtig? Ja. Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, wie leid es einem tut. Oder Reue zu zeigen. Sie sagen, ich würde keine Reue zeigen, aber das stimmt nicht. Ich habe so oft geweint, Tag und Nacht. Ich habe mir so oft überlegt, wie ich das wieder gut machen kann. I just
Aber ich habe die Schwere dessen nicht verstanden, was mir der Staat antun will dafür, dass ich gesagt habe, dass es mir leid tut. Und nichts anderes anbietet, als zu sagen, dass ich dafür verantwortlich bin. Das habe ich getan, so ist es gewesen. Es gibt in diesem Fall keine offenen Fragen. Und jetzt werde ich hingerichtet. Wenn er Schmerzen hat, kann ich das fühlen. Wir haben uns seit langer Zeit auseinandergelebt, aber als wir zusammen aufwuchsen, habe ich seine Schmerzen gespürt. Ich habe geweint, weil der Schmerz so schlimm war, wenn er zum Beispiel ins Gefängnis oder ins Jugendgefängnis gebracht wurde. Ich saß dann zu Hause und habe geweint, weil es war, als wären wir in zwei Stücke gerissen worden. Das sind meine Geschwister. Meine ältere Schwester Beth, mein Zwillingsbruder James, ich, mein kleiner Bruder Michael und meine kleine Schwester Roberta. Ich bin nicht mehr verbittert, ich akzeptiere es. Es tut mir weh, dass James es nicht geschafft hat. Und es tut mir weh, dass mein kleiner Bruder Michael sich umgebracht hat. Ich habe überlebt, aber ich hätte wegen den Drogen und dem Alkohol auch sterben können. Gibt es eine Möglichkeit, dass Sie ihn sehen? Oder müssen Sie zuerst mit sich selbst ins Reine kommen? Ich würde ihn gern sehen, aber das darf ich nicht. Aber Familienmitglieder können ihn doch sehen. Ich verstehe schon, aber es könnte dort noch einen Haftbefehl gegen mich geben. Solange ich in Georgia bin, ist alles gut. Sie hatten also auch Probleme. Ja, als sich unsere Eltern scheiden ließen. Ich war, glaube ich, 16, bin aus der Schule geflogen und habe mein eigenes Ding gemacht. Ich habe als Penner am Strand gelebt und in Nachtclubs gearbeitet. Drogen und Alkohol, alles, was zu diesem Leben dazugehört, habe ich mitgemacht. Sie waren also ein unartiges Mädchen. Sehr böse. Ich wurde zweimal wegen Drogendelikten verurteilt und sicher 40 Mal wegen geringerer Vergehen verhaftet, die auch mit Drogen zu tun hatten. Und wenn Sie im Gefängnis auftauchen, behalten Sie sie gleich dort. Ich hatte hier drin schreckliche Träume, vor allem am Beginn. Beschreiben Sie sie. Ich habe mich an unser Haus in Maryland erinnert. Das Gras dort ist sehr grün. Aber warum auch immer, waren meine Zwillingsschwester und ich bis zum Hals eingegraben und mein Vater hat den Rasen gemäht. Er kam immer näher mit dem Rasenmäher und ist über den Kopf meiner Schwester gefahren. Den Traum hatte ich 5-mal. Es bringt mich total durcheinander. Ich denke immer, tu mir das nicht auch an. Aber gleichzeitig bin ich so schockiert über das, was gerade passiert ist. Die Albträume waren so schlimm, dass ich tagsüber körperlich und mental völlig am Ende war. Ich habe einfach nicht verstanden, wieso ich diese Albträume haben musste. Warum konnte ich kein normales Leben führen, wie alle anderen, und normale Träume haben? Ich habe meinen Mann geweckt und gesagt, er muss den Notruf wählen, weil jemand gerade verletzt wird. Und ich sah, wie diese Person verletzt wurde. Es war nicht mehr ich, jetzt wurde jemand anderer verletzt. Ich war nicht so gepolt wie alle anderen. Ich musste ständig überwacht werden. Meine Eltern mussten ständig auf mich aufpassen. Man muss als Familie eine Einheit bilden, egal was passiert, denn die Menschen machen Fehler. Wenn man diese Fehler für sich behält, ist es am besten. Aber wenn die Sache dann rauskommt,
Wenn Mitglieder der Familie Fehler begangen haben, muss man sie unterstützen. Man muss nicht zustimmen oder mögen, was der Einzelne getan hat, aber man muss sie lieben und ihnen sagen, dass man sie unterstützt. Das war wohl im Jugendknast mit 17. Aber er musste bald danach ins Gefängnis. Ja, er war wegen verschiedenen Dingen im Knast. Zum Beispiel? Theft, Arson, Diebstahl, Brandstiftung. Ich weiß es gar nicht mehr. Drogen? Ja, ich erinnere mich an das Haus unseres Nachbarn. Hier nebenan. James hat das auch gestanden, glaube ich zumindest. Er hat eingebrochen und die Leute beklaut und dann hat er im Schlafzimmer Feuer gelegt, um die Spuren zu vernichten. Es gab dann noch ein weiteres Feuer in einem Haus in der Stadt, wo mein Vater gearbeitet hat. Da hat er auch eingebrochen und es dann angezündet. Einmal hatte er ein Luftgewehr. Als es geregnet hat, sind die ganzen Frösche in unseren Pool gesprungen. Er hat sie alle erschossen und fand es toll, wie die Kugeln durch den Bauch gingen. Er hat immer weitergemacht und mir hat es das Herz gebrochen. Wir hätten sie mit der kleinen Schaufel rausfischen können, aber er sagte, sieh mal, wie cool das ist. Generell kann man Verhaltensstudien ansieht, dass viele Serienmörder in ihrer Vergangenheit Feuer gelegt oder Tiere gequält haben. Wie bei ihm. Wenn man diese Dinge durchgeht, fallen diese Merkmale bei vielen Serienmördern auf. Würde es uns also überraschen, wenn es noch weitere Morde gegeben hat? Nein. Aber wie gesagt, ich weiß nur von den zweien. Es gibt Anzeichen dafür, dass er die Familienkatze oder Katzen stranguliert hat. Das würde passen. Und immer wieder Brandstiftung. Ja, da scheinen viele Feuer gewesen zu sein. Mehr weiß ich nicht. Nur was ich gehört habe von dem letzten Feuer, bei dem er die Frau angezündet hat. Sie haben einige absurde Privilegien, wie die Henkersmahlzeit. An das denke ich nicht. Es ist mir nicht wichtig, obwohl ich schon Lieblingsspeisen habe. Welche? Alles, was vom Grill kommt. Jedes Fleisch, das über offenem Feuer gebraten wird. Ich war schon als Kind von Feuer fasziniert. Ich liebe den Geruch und das Ritual, Rindfleisch auf dem Grill zu braten. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie Brandstifter sind. Ich denke nicht. Jeder Koch hat viele Flammen in der Küche, egal ob drinnen oder draußen. Das ist das Haus, in dem die meisten Probleme begonnen haben. Wir sehen aus wie eine perfekte Fernsehfamilie, aber so war es nicht. Was hinter diesen Türen passiert ist, war schrecklich. Ich habe immer noch Flashbacks. Mein Vater hat uns alle ins Wohnzimmer gerufen. Es war hinter diesem Fenster. Er hat die Jalousien runtergelassen und wenn James etwas Schlimmes getan hatte, gab es eine sogenannte Deckenparty. Das hat er beim Militär gelernt. Er hat sogar eine echte Militärdecke dafür verwendet, so eine graue. Die hat er dann meinem Bruder über den Kopf gestülpt, meinem Zwillingsbruder hier. Dann mussten wir alle den Gürtel nehmen und ihn damit schlagen. Und wenn wir nicht zuschlugen, wurden wir selbst geschlagen. Mein Bruder wusste also nie, wann er getroffen wird. Aber wenn mein Vater die Decke dann wegnahm, war sein Gesicht komplett rot. Er weinte und hatte überall Beulen. Ich weiß noch, dass ich die ganze Zeit geschrien und geweint habe. James hat sich dann immer weiter zurückgezogen und wollte nicht mehr zur Schule gehen. Im Sportunterricht wurde er von den anderen Kindern immer wegen seiner Beulen und Striemen ausgelacht. In diesem Zustand durfte er auch auf keine Familienfeiern mitkommen. Er musste in seinem Zimmer bleiben, verprügelt wie ein Hund. Mit Beulen? Beulen, blauen Flecken, er hat überall geblutet. Ich habe auch gesehen, wie er wie ein Erwachsener in die Brust geschlagen wurde.
gab es sexuellen Missbrauch? Das hat man mir erzählt, aber ich erinnere mich nicht daran. Ich weiß noch, dass ich schreckliche Angst hatte und jemand in mein Zimmer kam, als ich im Bett lag. Aber ich weiß nicht, wer es war und was er mit mir gemacht hat. Meine ältere Schwester und meine Mutter haben mir erzählt, dass ich sexuell missbraucht wurde. Ich kann mich an nichts erinnern. Aber deswegen wurde James aus der Familie entfernt. Vier Monate nach unserem ersten Besuch dürften wir James Barnes ein zweites Mal besuchen. Er hatte seit über 10 Jahren keinen Kontakt mehr zu seiner Familie. Sie wissen, dass wir Ihre Schwester gefunden haben. Und ich habe noch eine Überraschung. Gestern Abend haben wir Ihren Vater ausfindig gemacht. Wirklich? Wir haben erklärt, wer wir sind, aber er wollte nicht gefilmt werden. Ich habe ihn gefragt, ob es irgendetwas gibt, was ich seinem Sohn ausrichten kann. Er überlegte und sagte dann: Bitte sagen Sie ihm zwei Dinge. Erstens, dass ich ihn liebe und zweitens, dass ich die Verbrechen verabscheue, die er begangen hat. Dann sah er mich schweigend an und ich sagte: Mr. Barnes, ich werde es ihm sicher ausrichten. Das ist lange her. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wollte schon so lange wieder Kontakt mit ihm haben. Zu erfahren, dass Sie ihn gestern getroffen haben, ist einfach wunderbar. Vor Jahren habe ich mal eine Bestandsaufnahme von mir selbst gemacht. Ich habe Listen erstellt von den Dingen, für die ich mich am meisten schäme und den Dingen, auf die ich besonders stolz bin. Worüber ich in meinem Leben am traurigsten war und was mir die meiste Freude bereitet hat. Ich war der Meinung, dass die Sache, die mich am meisten berührt, wäre, wenn mein Vater stirbt, solange ich noch am Leben bin. Ich wäre am Boden zerstört gewesen und dachte, das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte. Aber da lag ich falsch. Das Schlimmste war zu wissen, dass er noch lebt, aber nichts mehr mit mir zu tun haben will. Das hat mich viele Jahre lang richtig fertig gemacht. Jetzt fühle ich mich so viel besser. Ich verstehe, dass er oder andere Leute die Abscheulichkeit der Dinge sehen, die ich getan habe. Man kann hier sitzen und wegen der Tat rumheulen, die man begangen hat. Man kann den Leuten sagen, dass einem leid tut, was man getan hat. Aber Tatsache ist, dass man hundertprozentig die Verantwortung für seine Taten übernimmt. Da ist es auch egal, ob man der Angeklagte oder das Opfer in einem Fall ist. Die Person, die einen Fehler gemacht hat, muss die Verantwortung zu 100% übernehmen. Sechs Wochen nach unserem ersten Treffen schickte uns James Barnes einen Brief. Darin deutete er an, uns eventuell von zwei weiteren ungelösten Fällen zu erzählen. Ich hatte den Verdacht, dass Barnes mich dazu verwenden wollte, entweder seine Hinrichtung hinauszuzögern oder sie gar zu beschleunigen, indem er neue Fälle offenlegte, in die er verwickelt war. Während unseres Briefwechsels und unseres letzten Gespräches hatte ich den Eindruck, Sie wissen mehr als ich.
und dass es dort draußen Dinge gibt, die die Welt vielleicht wissen sollte. Viele Leute haben eine Liste von Dingen, die sie noch erleben möchten. So eine habe ich hier in der Hand. Ein Punkt auf meiner Liste ist, alle ungelösten Verbrechen aufzuklären, die ich begangen habe. Darf ich zwei Namen erwähnen? Chester Wetmore, ein sehr junger Mann, ein Teenager. Und Brenda Fletcher. Ja, das stand in ihrem Ausweis. Aber sie nannte sich anders, als ich sie traf. Wir sind nach Norden abgebogen und haben uns den Straßengraben an der Bundesstraße 520 angesehen. Hinter dem Fischcamp? Genau, die Auffahrt zu Interstate 95. Das ist die Stelle. Ich habe es mir angesehen, eine leichte Rechtskurve. Wenn man von Osten kommt, ist es Norden. Richtung Norden, ja. Als wir die Akten zu ungelösten Mordfällen durchsahen, erfuhren wir, dass in diesem Wassergraben die verweste Leiche von Brenda Fletcher gefunden wurde. Brenda war eine Prostituierte, offensichtlich ohne Familie. Das Alter von Crack-Süchtigen ist schwer zu schätzen, aber ich würde sagen, sie war 40. Sie hat meine Brieftasche gestohlen. Das hat ihr gar nichts gebracht, es waren nur $30 oder so drin. Und ich wollte nur meinen Führerschein zurückhaben. Aber sie sagte, ich habe nichts gestohlen. Ich sagte, ich kenne dich, du kommst als Einzige in Frage und du bist auf Crack. Wenn ich ohne aufgehalten werde, lande ich im Knast. Ich hatte davor nämlich schon mal den Führerschein abgeben müssen. Und sie waren in dieses Verbrechen verwickelt. Auch bei Chester Wetmore. Sprechen wir über Chester Wetmore. Er wurde seit dem 27. März 1986 vermisst. Ich bin ihm 1988 über den Weg gelaufen. Er war dünn, vielleicht 1,75, 1,80, zwischen 17 und 19. Er war von zu Hause ausgerissen. Ich wusste, dass er Crystal Meth nahm. Später ist er dann auf Crack umgestiegen. Egal, welche Droge. Mir war klar, dass seine Familie nach ihm suchte. Das hat er mir erzählt. Und dass er einen Platz zum Übernachten brauchte. Er musste sich irgendwo verstecken. Und er hatte lange Zeit auf der Straße gelebt und war auch auf den Strich gegangen. Ich habe mein Gehalt ein bisschen mit dem Verkauf von Drogen aufgebessert. Und so haben wir uns auch getroffen. Irgendwann hat er mein Auto aufgebrochen. Und ich war extrem wütend, weil er meinen ganzen Stoff geklaut hatte. Ich wusste, dass er es gewesen ist. Ich habe ihn umgebracht und vergraben. Es waren noch zwei Komplizen dabei, aber ich habe ihn erschossen. Wir hatten gerade ein bisschen mehr als $2,200 in knapp 60 Gramm Kokain investiert. Und ich hatte eine Schrotflinte in meinem Kofferraum. Als ich die Waffe geholt habe, wollte Clary nicht, dass ich ihn erschieße. Der war nur Zuschauer. Dem war das egal. Aber als ich ihn erschossen habe, bekamen die beiden richtig Angst. Als ich nochmal abgedrückt habe, wollte Michael abhauen. Und Steve sagte, ich nehme dein Auto. Und ich sagte, ja, ich muss die Leiche loswerden. Es gab eine Stelle, die dafür vorbereitet worden war. Man konnte dort gut jemanden abladen und die Stelle dann zuschütten. Mr. Barnes, mein Eindruck ist, dass der Staat Florida nur eines will, sie umzubringen. Das steht an erster Stelle. Und ich habe meine Zweifel, dass der Staat sie wegen irgendwelcher anderer Verbrechen anklagen wird. Er wird nicht Monate mit den Untersuchungen verbringen, sie dann wieder anklagen und vor Gericht stellen, dabei Millionen von Dollar ausgeben, nur um sie dann wieder zum Tode zu verurteilen. Was soll das bringen? Sie wollen sie einfach nur schnell töten.
Es gibt viele Argumente für die Todesstrafe, Abschreckung und so weiter. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Da gebe ich Ihnen recht. Der einzige Grund ist Vergeltung. Auge um Auge. Wie im Alten Testament. Jesus würde uns nicht dazu raten. Ich muss Ihnen trotzdem sagen, dass die Todesstrafe in absehbarer Zukunft nicht abgeschafft wird. Sie ist sehr populär in diesem Staat. Die Menschen in Florida stehen hinter dieser Methode. Deswegen wird sich daran sobald nichts ändern. Ich schäme mich unendlich. Gleichzeitig aber macht es mir große Angst, dass so viele Leute meinen Tod wollen. Ich kann doch nichts mehr tun. Ich sitze in einer Zelle und trage ca. 3 Kilo Gefängnisschmuck am Körper. Wenn Sie mich jetzt umbringen, ist es dann Rache, Vergeltung oder eine Bestrafung? Wird es irgendwas in der Welt verbessern? Nein. Man muss eine gewisse Vorstellungskraft besitzen, um damit fertig zu werden. Ich wünsche mir die meiste Zeit Dinge, die ich nicht habe. Was genau? Ich wünsche mir, dass ich frei bin und es keine Einschränkungen mehr gibt. Ich wäre gern an einem heißen Tag am Strand und würde ins Meer springen. Dann würde ich untertauchen und mich mit frischem Wasser abwaschen. Das wäre wie eine Wiedergeburt. Ich habe so viel erlebt und mich dabei so schmutzig gemacht, aber ich kann es nicht abwaschen. Ich kann nur davon träumen, wie ich denke.